Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir und heute sprechen, wie ihr seht es im Hintergrund, über Dread Hunter. Dieses Game soll am 18. Oktober, also heute, ich nehme es heute auf, dieses Video, ne, am 18. Oktober soll jetzt wohl in 2 Stunden, irgendwo habe ich es gerade gelesen, in 2 Stunden soll es erscheinen, freigeschaltet werden hier auf Steam, da steht es, 2 Stunden. Ja, und dieses Game ist ein Shooter-RPG, isometrische Perspektive, wir ziehen es uns kurz rein, damit im Hintergrund ein bisschen was dazu seht, ne? Ihr habt so einen geilen Anzug, es ist ein Sci-Fi-Setting hier und es wird natürlich geballert, aber es gibt auch Nahkampf, also ihr wechselt hin und her zwischen Fernkampfattacken mit irgendwelchen krassen, fetten Wummen, aber ihr könnt auch in den Nahkampf gehen, sehr dynamisches Game, wie ihr seht, es wird ein Skilltree geben in diesem Spiel, es wird Loot geben, ihr habt schon teilweise gesehen jetzt, da gibt es ein Inventar, wo ihr euren Held neue Ausrüstung geben könnt. Die Welten, in die ihr da geht, wo ihr kämpft, das wird jedes Mal für euch neu generiert, zufällig. Das soll Abwechslung kommen. Und wie ihr hier seht, Bossgegner, die ein bisschen größer und anspruchsvoller vielleicht sein könnten. Hier seht ihr es auch nochmal, Early Access Release am 18. Oktober. Und ansonsten gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz rein, was wir hier für Details gesehen haben. Mal gucken, ob wir es finden, dass wir einfach kurz das Inventar uns nochmal zusammen angucken können. Hier sehen wir es zum Beispiel. Also es gibt auch jede Menge Slots für eure Ausrüstung. Ansonsten also nicht nur Waffenslots, sondern ihr habt hier auch noch sowas wie Module. Dann habt ihr für Kopf, Schulter, Brustpanzer und so weiter. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Hier bei der Ausrüstung, sonst bei den Waffen habe ich jetzt nicht mehr viel gesehen, aber man hat gerade einen Hammer gesehen, der eingeschlagen hat durch den Helden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das schon lange auf der Wunschliste, dieses Game. Und jetzt habe ich heute die Meldung bekommen, hey, das Ding ist hier kurz vorm Release. Es wird in der Oberfläche und mit den Untertiteln auf Deutsch kommen. Ansonsten, die Vertonung ist in Englisch, die passiert. Das Game findet ihr auf Steam. Ich packe euch den Link sehr wahrscheinlich unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr das auch mal mitbekommt. Allerdings kann ich euch momentan leider noch nicht sagen, wie viel dieses Game kosten wird. Ob jetzt irgendwie noch viel Multiplayer-Möglichkeit dabei ist, keine Ahnung. Hier steht jetzt erstmal Einzelspieler dran. Und ansonsten könnt ihr euch hier natürlich noch mal kurz durchlesen, worum die Sache hier geht, ja? In jedem Level Belohnungen und epischen Endbossen am Ende jedes Handlungsakts, also Handlung, kommt hier auch vor. Wahrscheinlich könnten wir dann auch auf eine Story hoffen und nicht nur, dass man irgendwo in Level reingeportet wird und sich da durchhackt, sondern vielleicht gibt es auch ein bisschen Story. Ob die gut ist, wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln, aber wer weiß, es gab schon einige Überraschungen im Gaming, ne? Und Spiele, die man gar nicht auf dem Radar hatte, wurden plötzlich mega groß. Mal gucken, es sieht interessant aus, finde ich. Es ist jetzt, glaube ich, auch schon eine Weile auf Steam einfach und schon eine Weile in Arbeit. Jetzt, 18. Oktober, soll es losgehen. Alle Items sind legendär, die du findest, haben einzigartige und bedeutsame Upgrades für deinen Mac. Deine Waffen und Fähigkeiten finden interessante Item-Kombinationen, die zu deinem eigenen Spielstil passen. Also eigentlich genau das, was wir hier alle irgendwo suchen, nämlich Top-Down-Perspektive, eigentlich so Richtung Diablo, jetzt hier halt im Sci-Fi-Stil, auch mit Geballer und bisschen Twin-Stick-Action, sage ich mal, wenn man ballert. Ich weiß nicht, wie viel Nahkampf hier geht, ob man permanent Nahkampf zocken kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel lebt von einem Hin und Her. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich schon demonstriert bekommen, dass man auch optional die ganze Zeit mit Nahkampfwaffen gehen kann. Vielleicht aber zählt das auch zum Ausbau des eigenen Spielstils, dass man auch sagen kann, hey, ich habe hier so ein Schwert, hier unten sieht man es ja, dass der dann auch so ein Schwert nimmt und sich durchhackt. Vielleicht kann man sich auch entscheiden und sagen, hey, ich verzichte ganz auf Fernkampfwaffen und gehe einfach nur in den Nahkampf. Das wäre eigentlich ja ein individueller eigener Spielstil. Dann hätten wir auch hier sozusagen ein Sci-Fi Hack and Slay Game. Loot auf jeden Fall am Start. Und ansonsten bin ich halt noch nicht ganz sicher, wie hier der Gameplay Loop aussehen wird. Also ist das so vom Aufbau wie ein Diablo, dass man zum Beispiel von der Stadt aus einfach rausläuft und dann
verschiedene Akte sozusagen erlebt? Oder ist das so, dass man sich von der Stadt immer hin und her porten muss in neue Levels, wo man dann einfach auftaucht? Es ist auf jeden Fall nicht so wie, ich sag mal, was mir jetzt in den Sinn kommt, Anvil, wem das noch was sagt. Das Spielprinzip ist es nicht von Anvil, soweit ich das bisher sehe hier bei diesem Game. Also schon eher in die Richtung Hack and Slay, aber wie der Handlungsaufbau ist, wie der Gameplay-Loop an sich insgesamt gestaltet ist und wie viel Story dabei ist und so weiter, das kann ich euch momentan nicht sagen. Ich bin gespannt jetzt auf die nächsten Stunden, gucken, wie viel das Teil kostet, wie die Skilltrees dann natürlich aussehen, ob das viele, viele Bugs hat oder ob das jetzt schon ein solides Early Access Game ist. Hier seht ihr die Systemanforderungen, die ihr mindestens mitbringen müsst. 8 GB RAM, 4 GB verfügbarer Speicherplatz. Also vom Umfang scheint es allein von der Speicherplatzanforderung überschaubar zu sein, sagen wir es mal so. 4 GB ist jetzt nicht so viel, wenn man das in Kontrast stellt zu einem Diablo 4 jetzt gerade. Aber dafür ist das ja auch hier ein Indie-Projekt und es geht gerade in den Early Access. Da ist natürlich noch Platz nach oben. Ansonsten sind die Systemanforderungen, finde ich, in einem guten Rahmen gehalten. Ich denke, da können sehr, sehr viele Leute noch einsteigen in dieses Game und hoffentlich dann auch ruckelfrei Spaß haben, dass die Performance jetzt stimmt beim Early Access. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf, ob das jetzt von Anfang an auch schon gut gelingt. Das Spiel ist von Tag 1 an für Steam Deck kompatibel, wie ihr hier seht. Und ja, damit sind wir eigentlich mal durch grob. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, sehen hier noch kurz die paar Screenshots. Da sehen wir vielleicht auch noch mal schön das Inventar hier mit Heavy Gun. Eine Währung gibt es auch. Fähigkeiten, eben die Charakteransicht. Einiges an Geballer, 3 Waffen hier anscheinend dabei, auch Skills, die man wohl zünden kann. Hier unten sieht man was. Das wird sehr wahrscheinlich der Lebensbalken sein, wie ich vermute. Und ansonsten sehen wir hier nichts Neues mehr. Damit sage ich dann auch danke fürs Reinschalten, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Video. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten auch wieder. Ich komme demnächst mal wieder auf Twitch vorbei. Da spielen wir dann Endless Dungeon. Ich freue mich sehr auf dieses Game. Ihr vielleicht auch. Schaut da auch auf dem Kanal vorbei. Habe ich jetzt kürzlich erst ein Video zu rausgebracht, wo wir ein paar Wertungen schon angeschaut haben. Es sieht, glaube ich, ziemlich gut aus. Ich schaue heute noch mal gleich rein, wie es aussieht mit den anderen Reviews, mit den neuen, aktuelleren. Aber ansonsten, ich freue mich persönlich sehr drauf. Und vielleicht sehen wir uns ja da dann auch wieder. Bis dahin, Leute, macht es gut und ciao, ciao.